In einer Pressekonferenz am Montagnachmittag kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig weitere drastische Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus an. Wir haben heute in der Telefonschalte mit der Bundeskanzlerin und den anderen Ministerpräsidenten weitergehende Maßnahmen beraten und beschlossen. Wir werden werden mit diesen Leitlinien dazu kommen, dass wir auch gezwungen sind, aufgrund der schnellen Ausbreitung des Virus zukünftig zum Beispiel alle Geschäfte zu schließen. Ausdrücklich ausgeschlossen davon ist der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Friseure, Reinigung, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau, Gartenbau, Tierbedarfsmärkte und der Großhandel. Wann diese Maßnahmen in Kraft treten, entscheide man am morgigen Tag. Schwesig wies noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass sich in den kommenden Wochen niemand Sorgen um einen Lebensmittelengpass machen muss. Um dies zu gewährleisten, wird auch das Sonntagsverkaufsverbot gelockert, um der Bevölkerung mehr Möglichkeiten zum Einkauf zu geben. Eine weitere Maßnahme ist die Einstellung des Urlaubsverkehrs. Wir müssen die Mobilität für Dinge, die schön sind im Leben und auch notwendig für Urlaub, einschränken. Und das trifft natürlich uns als Tourismusland sehr, sehr hart. Wir haben gerne Gäste hier, aber wir haben es am Wochenende gesehen, wenn alle jetzt nach Mecklenburg-Vorpommern kommen, aus den anderen Bundesländern und Ländern, weil Dinge geschlossen werden, Dinge nicht mehr möglich sind, dann haben wir hier eine unkontrollierbare Situation. Und deswegen haben gestern Abend schon die drei Ministerpräsidenten Stefan Weil, Herr Günther und ich beschlossen, dass wir den Urlaubsverkehr für unsere Länder für die Zukunft sperren müssen. Aber heute hat sich die Bundeskanzlerin und alle Ministerpräsidenten entschieden, das sozusagen auch deutschlandweit zu regeln, dass wir keinen Urlaubsreiseverkehr mehr haben. Ausdrücklich nicht betroffen ist von dieser Einschränkung der Güter- und Warenverkehr. Wirtschaftsminister Harry Glawe kündigte erste konkrete Hilfsmaßnahmen für Unternehmen an. Aber vom Grunde her kann man sagen, wir wollen damit Arbeitslosigkeit einerseits bekämpfen, andererseits wollen wir dafür sorgen, dass auch die Liquidität der Unternehmen gewahrt ist, und zwar vom Kleinstunternehmer, also von der Frage Freiberufler sollen auch Liquiditätshilfen oder Einmannbetriebe sollen auch Liquiditätshilfen erhalten. Und da geht es um Zuschüsse von 20.000 Euro für Kleinstbetriebe und Freiberufler. Zweitens Liquiditätshilfen im Rahmen der KMU, das sind kleine und mittelständische Unternehmen. Da sollen rückzahlbare Zuschüsse in Höhe von 200.000 Euro möglich werden. Die Hilfe soll schnell bereitgestellt werden. Innerhalb von 1 bis 2 Wochen sollen die Darlehen zur Verfügung gestellt werden, die dann zinsfrei sein sollen.